Hallo und willkommen zurück in Fehlmalsruhe. In der Zwischenzeit habe ich hier die Lehmfarbe ein wenig vergrößert, da wir ziemlich viel Ziegel brauchen. Und auch in der Zwischenzeit habe ich hier mal den Berg ein Teil ausgehoben, dass wir sofort anfangen können. Wir werden hier jetzt zuerst die Decke machen, damit dann das Gerüst wegkommt, dann der Rest, die Wände und so. Wir brauchen keine Schwarzeichen. Wir brauchen ziemlich viele Schichten. Für die Decke natürlich. Das war super. Auch nachher Bambus, Gerüste. Okay, jetzt habe ich nicht aufgezählt, wie weit ich rausgehen muss. Also hier kommt noch eine Wand, ein Block Wand hin. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ich sollte es weit vorne, habe ich da eigentlich Zeit. Also hier kommt noch eine Wand hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann kommt hier die Außenwand hin. Okay, das passt schon viel besser. Hier oben sollte auch ein paar Fackeln sind, nicht dass dann hier oben alles kreucht und feucht mit den Zombies und so. Ja, so, jetzt komme ich nicht mehr runter. Mal das wegmachen. Ja, jetzt mal austauschen.
Aber die Seite ist mal fertig. Ist schon richtig weit drinnen. Ich dachte, es wäre eindeutig weiter vorne. Eigenartig. Okay, aber einfach mal weiter und dann die man eh dann. Ob das war verdammt, jetzt bin ich runtergefallen. Wo war ich nochmal? Fertig bauen und dann kann man eben noch schauen, ob es überhaupt stimmt. Denke mal, wenn wir die Decke fertig haben, machen wir den Boden, dass wenigstens das Loch hier zu ist. Dort kommt dann das Untergeschoss, falls man die Werkstatt mal erweitern muss. Kann man unten dann weiter ausbauen. Ich hätte vielleicht auch mehr Gerüste mitnehmen sollen. Eindeutig. Dann nehmen wir glaube ich gleich alle Gerüste mit. Und das Bett auch noch, dann müssen wir nicht nochmal hier in den. So, okay, es war dort. Dann können wir auch hier noch eins überbauen. Ist eindeutig dunkel. Okay, das muss man nicht verstehen. Teil und dann weg mit dem Gerüst.
Das Dach machen wir dann einfach ein neues Gerüst. Das brauchen wir eh nicht mehr. Okay, sind wir auch durch. Sieht so aus. Okay. Weg mit dem Gerüst. Da muss das Zeug mal ausladen noch. Fichte ist hier. Okay, ein wenig übertrieben mit den Fichten. Ach, Mist. Ich habe auch noch schnell abgezäunt, dass die Eisengolems nicht hier drin rumlaufen. Okay, ja. Dann hätte ich auch nicht runtergehen zu können, kann ich dann auch gleich nochmal runtergehen. So, jetzt noch das Zeug einsammeln und dann wir für die Böte mal einziehen. Ich meine, man sollte mal hier rein, Latte. Hier sind ja die Steine. Das ist hier. Dann nehmen wir mal ein paar Stacks mit. Also die Diamantspitzhacke weg. Ach komm, das brauche ich später. Mal schauen, bis wohin. Ich sag nicht, dass ich so viel baue. Das ist ungefähr hier.
Ja, es könnte von der Größe her passen. Schon wieder dunkel. Er sollte irgendwo eine Treppe am besten runtergehen. Das, wo könnte er am besten die Treppe runter? Glaube, am besten wäre es hier der Gegend. Wie ist das überhaupt aussieht runter? Wenn hier die Wand ist, ist hier genug Platz. Denk mal, hier ist ein guter Ort für die Treppe. Lassen wir hier einen Spalt offen. Und der Rest wird zugemacht. So, das wäre auch mal erledigt. Das Einsortieren können wir auch später noch. Brauchen wir noch Steinziegel. Okay, hier haben wir auch genug. Dafür müssen wir einfach nur diese Wand hier einziehen. Eigentlich halt das abbauen, diese Wand eigentlich. Bieten werden können. Also ursprünglich wollte ich hier Ziegel machen, aber da Ziegel so in der Masse mühsam ist zum Farmen, habe ich gedacht, sparen wir die Ziegelsteine lieber für die andere Seite auf. So, das wäre jetzt erledigt. Dann kommen jetzt die Ziegel. Moment. Ja, die Ziegelstufen.
Okay, hier. Moment. So, hier kommt die Wand hin, wird hier. Dann sind hier die Außenwände. Bis hier. Ist hier, oh verdammt, okay, ist doch so gewollt. Dann kommt da hier die Ziegelstufen. So, jetzt noch schnell die unsichtbaren Rahmen holen. Zwei Stück und dann noch Pfeile. Ja. Verdammt. Okay, das wollte ich eigentlich nicht machen. Was ist der Nachteil mit den unsichtbaren Rahmen? Ich habe keine Ahnung, wo das hinplatziert wurde jetzt. Okay, tun wir so, als wäre da nichts passiert. Nochmal ein unsichtbarer Rahmen. Hier ist der Aufzug nach oben und hier nach unten. So ein Mist. Ah, zum Glück ist nicht. Okay, das ist das Falsche gewesen. Ach verdammt, das ist das andere. Wahrscheinlich hier runtergefallen. Auch nicht, ach verdammt. Geflogen. Das ist es, glaube ich, nicht gewesen. Nein, das ist das Normale. Ach, okay. Und der zweite unsichtbare Rahmen ist verloren. Doch. Ja, den sollte man echt sehen. Eisentüren, dann schwingst du die Tür auch mal zu hier.
Hier sind keine Türen. Hier auch nicht. Man soll welche machen. Noch schneller. Ich glaube, es waren Pichtenknöpfe. Und dann wie macht man Druckbutton? Zwei Cleanstones, das heißt vier. Brennen wir schnell hier mal. Okay, keine Kohle. Okay, schmeißen wir das erstmal hier rein. Dann gehen wir zum Nebenfarm. Das ist fertig. Das waren die richtigen Knöpfe. So, hier kommt noch eins hin. Ich sage aus mit diesem. Okay, das bleibt so. Hier zwei Blöcke offen, dann hier wird zwei Blöcke offen. Verdammt. Hier wird zwei Blöcke offen bleiben für das Fenster. Und hier geht es weiter nach oben. Geht's fünf Blöcke in diese Richtung, also mit dem 1, 2, 3, 4, 5. Dann geht's so hoch und da kommt dann eine Außenplattform für die Öfen. So, ich glaube,
nicht so Teil der Mauer weg, was Base hier. Da kommt Hob. Ah, da kommen noch zwei Blöcke hin. So ist das richtig. Kommt das ein Fenster? Nein, hier kommt kein Fenster. Da kommt Durchgang, der ist glaube ich 5 breit. So, ich sehe gerade auch, dass der Part wieder oben ist. Ich denke mal, das nächste Mal können wir den Innenraum hier fertig machen. Dann kommt noch das Dach. Das Lager kommt noch. Den Einräumen. Dann wäre das Haus auch schon fertig. Und hier baue ich noch die Treppe runter. Ach verdammt, das wollte ich eigentlich nicht. Aber hier wird noch die Mauer reingezogen. Dann sonst lassen wir hier unten eigentlich so unbearbeitet, dass wir im Fall, dass hier oben alles zu, also vom Platz her nicht mehr genügt, kann man hier unten noch weiter ausbauen. Also dann bis zum nächsten Mal und tschüss.